Hey ho, Leute, und willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Im Hintergrund streift gerade schon ein leckerer Donnerkiefer hier durch die Lande, der hier einfach mal so neben dem Weg spawnt. Why? Der muss weg. Da. Pfui. Irgendeine altbekannte Donnerkiefer-Strategie haben wir. Und die ist so subtil wie gut. So, drauf. Rotes Licht bedeutet Ärger. Rotes Licht bedeutet Party! Aua, Pfui, geh weg! Nein, aua, aua, aua! Lass das! Ja, baller ruhig! Ist okay! Ja, mach ruhig! Ja! Alles klar. Hast du nicht noch eine Waffe, die du droppen kannst? Aua, hui. Geh runter. Ich sehe doch noch, dass du noch eine fette Waffe hast. Alter, geh weg. Wow. Na, komm. Weg hier. So, jetzt der perfekte Schussbahn. Mann, verfehlt! Das ist eine scheiß Schussbahn. Perfekt! Ja, Mann! Meine Knarre! So, Herr Donnerkiefer, lassen Sie mal bitte durch! Och, Herr Donnerkiefer, lassen Sie das doch! Oh, shit! Nein, aus, cool. Lass das! Böser Donnerkiefer! Nein! Wo liegt die Knarre? Da liegt die Knarre! Ups! Nein, pfui! Ich muss mega nah ran! Easy! Geil, dass ich keine Munition mehr habe. So! Komm her, mein Großer! Wow! Easy! Headshot. Nice. Leute, das war mein Tutorial, how to... Was ist das denn? Ja. Wie geil. Ich will den Schattenjägerbogen weitermachen. Wir haben hier 40 Schaden. Hier haben wir 38, hier haben wir 43. Haben wir noch was Besseres als die 38? Ja, das kann ich hier draufpacken, why? Vielleicht kann ich auf den Scharfschussbogen draufpacken, vielleicht? Nein. Kann ich da auf den Kriegsbogen draufpacken? Ja, nein. Hä? Wo kann ich dann die Schadenspulen draufpacken, die ich gerade bekommen habe? Ich hätte die nicht bekommen, weil... Oh, das ist voll! Ach so. Das könnte doch kein weg. Sind nicht so wichtig. Blau eigentlich auch, aber blau kann man dann wieder verkaufen. Gut. Nee, du sammelst gar nichts davon wieder ein. So. Kann ich denn auf den Jägerbogen packen, bitte? Achso, ich muss es herstellen. Modifikationen. So. Ich könnte drauf packen. Ah, nee, ich will den Jägerbogen hier.
Hier habe ich 48, 38, 43. Schaden und Handhabung. Ne, ich bleib auf Schaden, auf Vollschaden. Komm, packen wir drauf. Schaden for the win! So soll das sein. So. Dann wollen wir mal wieder unserer Spur des möglichen Osseram-Lagers nachgehen, denn ich weiß, dass es für jeden Volk eine Questline gibt, also wenigstens eine kleine. Und die Osseram fehlen uns noch. Und deswegen werden wir mal versuchen. Vielleicht ist das ja die richtige Richtung, die wir gerade einschlagen. Es könnte möglich sein. Ja, das nehme ich für unterwegs mit. Ja, ja, ja. Blümchen sind schon ganz geil. Deswegen wachsen die auch so gut, weil Donnerkäfer hier leben. Das ist der einzige Grund. Warum sollten die auch... Wahrscheinlich kötteln die Donnerkäfer so viel, deswegen wächst das alles hier. Okay, lass das. Reden wir über was anderes. So. Noch 220 Schritte. Ich könnte mal wieder meinen treuesten Weggefährten holen. Bunny, pfui, wo bist du? Kommst du mal bitte? Hi. Machen wir da. Finde ich auch schön, dass man im Lauf, im Sprint direkt aufspringen kann. Das finde ich sehr schön. Das finde ich ein nettes Gimmick. So, wie schnell wir einfach sind mit dem Teil, ne? Und sonst stehen wir da. Also fast. Ja, das sieht aus wie Osseram. Das sieht doch echt aus wie Osseram. Das will mich doch jetzt stark wundern. Das denn gerade? Okay. Ich frag einfach mal nicht nach. So, das muss Osterrahmenlage sein, oder? Die sehen aus wie Osterrahmen. Mit Licht. Es wird auch noch eine Osterrahmenrüstung. Alter, wie geil sieht das denn aus? Das ist aber keine Osterrahmenrüstung, das ist eine Banuk-Rüstung. Das ist Banuk, du bist hier falsch. Banuk leben nicht in Wüsten, das wüsste ich. Nein. Die Arbeit, die du unter der Sonne verrichtest, hält dich in der Nacht warm. Obwohl, warte mal. Apropos warm, apropos Outfit und so. Wir müssen unser Outfit wechseln, dann fällt mir gerade auf. Hier. Feierabend-Outfit. Denn wir sind wieder im Kaja-Gebiet. Am Elo, hoch hier bitte. Was ist das denn? Ich habe nur die besten Waren. Bessere Waren findest du nirgendwo. Ach, warte. Sieh dich doch mal um. Kann ich hier? Nein. Es kann nicht sein, dass wir im ganzen Lager hier nichts machen können. Mann, was ist denn los? Ich will doch nur einen Moment. Geile Teile hier. Das kann doch nicht sein, dass hier nicht jetzt eine kleine einzige Questline ist. Mann. Das finde ich Verschwendung gerade. Spione haben Prinz Itamit vor den Schattenkaja gerettet. Ich weiß. Jetzt haben sie keinen Anspruch mehr auf den Thron. Nee, haben sie auch nicht, haben sie nie gehabt. Aber ich glaube nicht, dass es hier nicht eine einzige Nebenquest gibt. Das kann doch nicht. Hä? Das kann nicht sein. Das brauchst du mir nicht erzählen. Wie verarscht? Ist das hier nur so ein kleiner Stützpunkt und nichts sonst weiter? Das ist aber nicht das, was ich von Osteram erwarte. Du wirst es bereuen, wenn dir mit dem Getümmel die Vorräte ausgehen. Wir sind hier falsch. Kauf einfach das, was du brauchst. Könnte mich so abseilen, wie geil. Auch schön. Auch schön, auch schön, auch schön. So. Okay, dann gibt es hier wohl nichts. Aber wir gehen jetzt noch zum Händler und verkaufen mal alles, was wir nicht brauchen. So, Rohstoffe. Gibt es ein paar Sachen, ja? Graseherzen beispielsweise. Und Plündererherz. Und Schlagschleckedöns. Donnerkieferlinse. Okay. Kann alles weg. Wir brauchen das Geld. Wir haben ja nichts. So. Das ist auch alles.
Können wir auch. Ich meine, das ganze alte Zeug, das kann man doch sowieso nur verkaufen. Doch, das kann man ja nicht herstellen. Aus der Feuerbrennwurzel, aus dem Knochenfleisch können wir auch verkaufen. Komm, alt weg. Dann. Können wir hier so gut wie alles verkaufen. Ich verkaufe einfach nur das blaue Zeug. Das ist ja nicht behaltig. Ich weiß zwar, dass wir es nie brauchen werden, aber. Joa. Einfach, weil wir es können. Und weil es lila ist. Lila ist geil. So. Sind wir schon durch mit dem Verkaufen? Aus den rein theoretisch. Na, ist Pakete. Ja, hier, wir bräuchten reichhaltiges Fleisch, was wir nicht haben, Mann. Ah, der hat vielleicht Außerrahmen. Der hat Außerrahmenzeug. Außerrahmen-Pfeilbrecherin schwer. Ah, Kristallgeflecht. Panzermanderer jetzt. Außerrahmen-Funkenfängerin. Oh. Oh, was? Schattengetreue schwer? Diese Falkenrüstung dient als gute Tarnung und strahlt ihre Trägerin und stehlt ihre Trägerin gegen Blendungs- und Schalleffekte. Sehr anpassbar. Gegen Blendungs- und Schalleffekte, das ist eigentlich geil. Ich weiß nicht, ob die so sexy aussieht. Brauche ich mein Pirscherherz. Die Rüstung hatte ich ja gar noch nie auf dem Schirm. Die ist neu. Die ist wirklich neu. Pfeilbrecherin. Zweimal leuchtendes Geflecht. Haben wir nicht irgendwie sogar noch ein leuchtendes Geflecht hier so rumliegen? Einfach so? Okay, da gibt es nur die ersten paar Sachen. Warte mal, Rohstoffe. Metallgefäß. Was? Goldene Schnell. Ich haben will. Fuchshaut. Ich brauche eine fucking Fuchshaut. Ich brauche eine fucking Fuchshaut. Hier gibt es ein goldenes Schnellreisepaket. Was? Schnellreisen, Verkauf gegen Metallschirm. Ja? Okay. Dieser Gegenstand ermöglicht unbegrenztes schnelles Reisen zu entdeckten Lagerfeuer und Siedlungen auf der ganzen Welt. Ich haben will, bitte, Mann. Oh. Kann ich Ihnen einfach 3000 Kronen dafür geben? Oder besser Scherben? Anscheinend ja nicht. Geh mal bitte aus dem Weg. Okay. Was haben wir denn in der Nähe? Gibt es da noch irgendwas zu entdecken oder können wir weiterreisen? Wie wir fast alle schon entdeckt haben. So. Ich gucke einfach mal grob. Haben wir denn questtechnisch jetzt noch was offen oder? Altes Waffenlager. Altes Waffenlager. Das ist ja auch noch immer die Option, die wir machen können. Aber das will ich eigentlich ganz am Schluss machen. Das alte Waffenlager. Auf Deutsch gesagt, die OP-Rüstung des Todes. Jagdgebiete. Ich will die Jagdgebiete nicht machen. Tutorial. Ja, ja, natürlich. Das Tutorial machen wir. Altes Waffen. Jagen für die. Wir machen jetzt das alte Waffenlager einfach so. So, wie viele. Ja, können wir einfach mal beginnen. Wir können einfach mal beginnen. Herstellung. Inventar. Was haben wir denn im Inventar Schönes in Sachen von. Oh, ne, das ist Spezialobjekte wahrscheinlich, ne? Ja. Energiezellen haben wir 4 Stück. Ich weiß, dass wir genau 5 brauchen für die OP-Rüstung. Und ich weiß auch, wo wir die letzte herkriegen. Denn wir haben ja questtechnisch alle eingesammelt und eine, was viele nicht wissen, es sei denn alle Leute, die Tutorials geguckt haben, die wissen es, was nämlich alle sind, dass in den Ruinen, wo wir als Kind reingefallen sind, dass da noch was versteckt ist. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich brauche ein Schnellreisepaket dafür. Ich habe aber kein reichhaltiges Fleisch und auch kein goldenes Schnellreisepaket. Lass dir diese Ware nicht entgehen. Ernsthaft. Ich kriege hier keine Fuchshaut oder so für ein goldenes Schnellreisepaket in diesem Lande. Ich kriege hier auch kein knochiges Fleisch oder reichhaltiges Fleisch. Alter Herr Händler, können Sie nicht mal eine Ausnahme machen? Ich brauche nur eins. Reichhaltiges Fleisch. Habe ich nicht. Mann, das ist dumm. Das ist jetzt dumm. Das ist jetzt mega dumm. Ich fühle mich gemobbt. So. Plan B. Wir müssen im Moment in dem Gebiet bleiben. Black Screen. Warum war gerade Black Screen? Ich weiß es nicht. Aufnahme läuft noch. Wieso war gerade Black Screen? Was soll das? So.
Hier oben waren wir, hier unten war das Banditenlager Torland, ne? Ja, okay. Hab ich nur noch gewillt, dieses Aussagenlager zu finden, aber das hier ist es nicht. Wo waren wir denn noch nicht? Ist auch schon wieder ein Donnerkiefergebiet. Was ich nicht gutheißen kann. Was ist hier eigentlich? Das können wir auch entdecken. Komm, das machen wir noch schnell. Aber ich kann den jetzt hin. Mann! Ich finde das so dumm, ich bin das so gewohnt, still reisen zu können. Okay, Leute. Okay, ich muss in der Folge noch was machen. Wir holen uns eine Metallblume. Haben wir nie gemacht. Wir haben in diesem Let's Play noch nie eine Metallblume gesehen. Deswegen holen wir uns einfach noch schnell eine Metallblume. Oh. Was ist da drüben eigentlich? Ich muss jetzt improvisieren, ich muss mega improvisieren. Das fällt mir gar nicht ein. Gib mir reichhaltiges Fleisch! Du blöde Sau! Alter, den kann ich nicht töten. Es ist für uns eine Ehre, dass du... Was ist das für ein Höllenschwein? Okay, gehe ich halt wieder. Ist okay, ja. Ödlicht. Alles klar. Was ist denn hier bitte der Fall gerade? Okay. Was ist das hier denn? Okay, ich bin gespannt. So, hier irgendwo sollte Metallblume sein, ne? Wetten unter der Brücke? Wetten unter der... Ja, natürlich. Das war easy. Was für ein seltsames Ding. Was für ein seltsames Ding, ja? Ich will trotzdem wissen, was das hier oben ist. Haben wir das schon entdeckt? Nee, nicht das hier. Das will ich nicht. Wir laufen gerade auf das hier zu. Was ist das hier? Großlaufjagdgebiet. Nein! Lass mich in Ruhe mit diesen Kackjagdgebieten. So. Da. So. Dann laufen wir da noch hin, holen uns das noch schnell in dieser Folge und dann sind wir auch diese Folge mal durch. Ich muss mir echt überlegen, wo ich noch Quests herkriege. Oder ob wir schon alle Quests haben. Ich werde mich da vor der nächsten Folge mal ein bisschen informieren. Ansonsten wird dieses Let's Play vielleicht früher enden als gedacht. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich noch Bock hier weiterzuspielen, aber wenn es keine Quests mehr gibt. Ich bin nicht der Typ, der... Geh bitte weg, Herr Grauhabig. Dankeschön. Der wartet durchs Wasser? Was? Okay, ja, mach mal, Kumpel. Mach du einfach mal. Herr Wächter, pfui, ich bin nicht da. Herr Wächter, pfui. Da ist ja noch so ein Dulli. Du hast nichts gesehen. Sind wir schon? Nein, wir sind noch nicht im Radius, alles klar. Ich will da rüber, ich muss schwimmen. Das ist Schnappmaulgebiet, das finde ich nicht sozial. Hey Leute, komm schon. Go, 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 go. So. Machen wir uns hier drin noch schnell die Metallblume. Verdammt. Oh shit. In meinen Stiefeln steht das Wasser. Das ist jetzt gerade dein kleinstes Problem, Ele. Wir haben da drüben einen großen Oschi. Die haben sich freundlich gesehen, deshalb. Auf jeden Fall. Ich bin nicht hier. Nein, pfui. Ich bin hier richtig, ne? Muss darüber, alles klar. Genau, wir sind sowieso weg. Finde ich sehr gut. Kann ich tauchen? Ich kann tauchen. Ich kann tauchen. Geilo. So. Metallblume sollte genau hier sein. In diesem Gebiet. Die wird nicht unter Wasser sein, oder? Nein, hätte mich gewundert. Hätte mich stark gewundert. Da sollen sie mir doch suchen. Die haben doch eh keine Chance. Nein, pfui, geh weg. Lass das. Na, ach komm. Jetzt muss ich dieses Gebiet wirklich noch clearen. Okay, okay. Klappe. Klappe. Noch einer. Du vielleicht? Ah, hab ich den wirklich eine Langheit gerade verfehlt?
Ja, ich kann. Ah, da ist die Metallblume. Siehst du mal, hi. Ich wusste doch, dass sie hier irgendwo ist. Wie doch immer von dem. Alles klar. Aus einem komischen Dreieck markiert. So, down. Ciao. So. Der Wächter, bitte lassen Sie sich looten. So, Leute, aber dann würde ich sagen, ich gucke mir jetzt mal, ob ich die richtige Stelle hier finde. So, verstecken bitte. So. Ich bin versteckt, sehr schön. Die Maschinenhorde hinter uns. Und ja, ich würde mal sagen, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen, dass ihr dabei wart und so weiter. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und auch auf jeden Fall eine Bewertung. Denn ich habe das Gefühl, dass langsam dieses Let's Play zu Ende geht, denn wir haben keine Quests mehr. Bestimmt gibt es irgendwo noch Nebenquests und so weiter, die wir übersehen haben, aber... Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ich werde jetzt nicht die ganze Zeit rumlaufen und so weiter und die suchen. Denn wenn ihr noch irgendeine Quest habt und wisst, wo wir die bekommen und die unbedingt noch sehen wollt in diesem Let's Play, dann schreibt es auf jeden Fall schnell in die Kommentare. Denn ansonsten könnte es bald zu spät sein. Kann der bitte sich verpissen? Hallo? Ja, danke, Herr Kroko. So, oder ich würde erst mal sagen, das Finale von Horizon Zero Dawn wird vielleicht bald kommen. Einmal kurz angeteasert. Also es wird kein episches Finale sein wie die Hauptquest, aber es wird ein Abschluss sein. Eine letzte Folge, wo wir nochmal Revue passieren lassen und so weiter. Das wird auf jeden Fall auch bald kommen. Und es wird auch parallel zu den Folgen, die gerade laufen, ein neues Let's Play schon gestartet haben oder noch starten. Oder es wird noch starten, ich weiß noch nicht ganz genau. Es wird auch in eine komplett andere Richtung gehen, aber es wird noch... Ich lasse euch einfach überraschen. Ich will nicht so viel teasern. Ihr werdet sehen, was kommt in der Zukunft. Aber auf jeden Fall, ich verbleibe mit einem Rand, sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn oder auch zu einem ganz anderen Projekt. Bis dann. Tschüss.